Ab morgen begibt sich Gerard Butler in den deutschen Kinos auf die Suche nach seiner verschwundenen Ehefrau in Chase. Die Ehe von Will und Lisa läuft alles andere als gut und besonders eine Affäre ihrerseits hat ihre Verbindung noch weiter an den Abgrund gebracht. Vielleicht kann aber auch eine gemeinsame Zeit bei Lisas Eltern ein wenig Entspannung in den Alltag bringen und Kraft zum Auftanken bieten. Als sie auf dem Weg an einer Tankstelle Rast machen, verschwindet Lisa aber plötzlich spurlos und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. In völliger Sorge alarmiert Will die Behörden und gerät zunehmend selbst unter Verdacht, bis eine Videoaufnahme einen Hinweis liefert, der Will die Suche nach seiner Frau in die eigene Hand nehmen lässt. Und eben jene Suche wird immer gefährlicher sowie blutiger. Chase, der im Original Last Seen Alive heißt, geht 96 Minuten, ist seit 16 Jahren freigegeben und startet ab dem morgigen 15. September 2022 in den deutschen Kinos, ist ein Action-Thriller, ein Genre, in dem sich ja Gerard Butler immer wieder gerne findet und vor allem ist er so ein Typ, der eben mit einem gewissen Charisma, einer gewissen Stärke auftritt und oft auch seine One-Man-Show hat, lädt er hier einmal mehr in Chase. Die Ausgangssituation, man hält eigentlich an der Tanke, es kriselt bei einem Ehepaar, die Frau verschwindet und dann die Frage, die da steht, könnte der Mann damit was zu tun haben, zumindest aus behördlicher Sicht oder wie dann doch relativ klar ist, irgendetwas ist hier passiert im Hintergrund und ein Mann beschließt, seine Frau zu finden, will keine Zeit verlieren und wird alles, was zwischen ihm und diesem Weg zu seiner Frau, die lebt oder die vielleicht nicht lebt, platt machen und niedermachen und alle möglichen Werkzeuge, die er dafür braucht, auch unterwegs finden. Das wirkt dann sehr drapiert, immer mal wieder konstruiert und vor allem nimmt unser Regisseur Brian Goodman, der sonst eher als Schauspieler bekannt ist, beziehungsweise Darsteller im Serienbereich auch, an einer Szene ein mögliches Finale vorweg, wo sich im Grunde erst einmal die Frage stellt, wurden wir hier gerade wahnsinnig gespoilert oder passiert ziemlich so genau das Gegenteil? Das lässt dann wenig Spielraum für weitere Überraschungen und das desillusioniert dann auch ziemlich gegen Ende des Films, was sehr schade ist, weil hier und da ist so manche blutige Auseinandersetzung, wo die Kamera durchaus beim FSK 16 noch expliziter hätte sein können, ganz interessant in Szene gesetzt, während der Plot aber einfach zu einfach gehalten ist. Mit ein paar Backflashes versucht man mir irgendwie dann zu erklären, dass dieses Ehepaar ja auch eine emotionale Komponente hat, die ist dann schwer zu vermitteln, wenn es im Grunde nur darum geht, auf der einen Seite nicht in die Fänge der Behörden zu geraten, die immer mehr hinterfragen, haben sie nicht vielleicht ein Motiv, gab es Streitereien zu Hause, hatte ihre Frau vielleicht eine Affäre, waren sie sauer auf sie, gibt es da vielleicht eine Lebensversicherung, die man abkassieren könnte und so weiter und so fort. Da wirkt es erst einmal relativ banal und eben dann ein Typ, der versucht, seine eigene, nicht Wahrheit zu finden, aber seine eigene Frau zu finden und auf diesem Weg auf einmal mutiert zu einem, der eine Menge Menschen ausnocken kann und man sich fragt, okay, du bist eigentlich Entwickler-Architekt im Real Estate-Bereich. Woher hast du das? Warum kannst du das? Nur weil man sauer ist, kann man nicht automatisch andere, die wesentlich waffen- und vielleicht auch körperlich erprobter sind, einfach mal so auseinandernehmen. Das muss man dann so hinnehmen. Und da diese Geschichte eben, Frau verschwindet, Mann sucht Frau, Mann versucht Frau irgendwie zu finden und egal wie blutig es wird, doch relativ einfach gehalten ist und es keine emotionale Verbindung gibt, wo ich mir denke, hey, okay, man hängt vielleicht an dieser Figur dieser Frau und will vielleicht selbst auch als Zuschauer, dass sie gefunden wird. Da wird es dann so ein bisschen schwierig und das ist dann eben so ein Film, der sich einfach zu, ich will nicht sagen generisch, aber einfach gehalten anfühlt und das ist ehrlich gesagt schade. Gerard Butler, ich habe es gerade schon gesagt, der hat ja viele Fans und ist eben so einer, der immer wieder auch so eine eigene One-Man-Show hat, so eine Coolness, so ein typisch männlicher Charakter und auch hier ist es so eine Darstellung, die wir schon öfter von ihm gesehen haben. Da ist jetzt nichts drin, wo man sagt, das hebt sich extrem ab in diesem Film und das ist, außer dass er eben so eine Physis und so einen ganz klaren Auseinandersetzung, keine großen Kämpfe, sondern hau ihm aufs Maul, bis du die Wahrheit aus ihm rausbekommen hast. So funktioniert dieser Film nach diesem Prinzip, wo sich dann entlang in die Wälder von Georgia hinein versuchen wird, seinen Weg zu bahnen. Das ist nicht besonders dolle, es ist vielleicht eben seine Art und seine Präsenz, die den Film ein Stück weit hochhalten kann, aber mehr nicht. Und Jamie Alexander als Lisa Spann, die Frau an seiner Seite, ist halt tatsächlich der MacGuffin, also im Grunde der Gegenstand, wenn man es so abdegradiert sagen kann und möchte, um den es letztendlich geht. Da gibt es, wie schon erwähnt, ein paar Rückblenden, die mir irgendeine Verbindung erzählen soll. Aber warum das bei diesem Paar so ist und man vielleicht 5 Minuten mehr noch investiert, in diese Geschichte zu erzählen, um dann einen emotionalen Anker bzw. Hook stärker zu haben für das Publikum, wäre wahrscheinlich sinnvoll gewesen. So ist sie leider nicht mehr als das. Und Russell Hornsby als Detective Patterson verkörpert dann quasi die Polizeiarbeit, die anstatt wirklich mal versucht herauszufinden, was ist hier passiert, erst einmal es sich einfach macht und sagt, oh, sie sind vielleicht intelligenter als die meisten. Vielleicht wissen sie einfach, wie sie ihre Frau gut verschwinden lassen, um Geld
Geld zu machen. Man denkt sich, wow, das ist der erste Ansatz? Okay, das finde ich ein bisschen skurril und merkwürdig. Und vor allem sich dann erst überzeugen lässt von bestimmten Hinweisen, die sie selbst gar nicht besorgen. Wirkt das A, faul und B, auch einfach ein bisschen an der Möglichkeit zumindest einer gewissen Vielseitigkeit, die man betrachten sollte, in so einem Fall vorbeigeredet. Vor allem, wenn ein Ehemann anruft, ein paar Minuten, nachdem jemand verschwunden ist und im Grunde auch Augenzeugen gibt. Also das passt einfach nicht. Und mit Ethan Embry als Knuckles gibt es so ziemlich den einzigen Typen, der so dieses Hinterland in Georgia von Typen, die was Armseliges und Gefährliches haben und ein gewisses Klientel, das in dieser Geschichte zusammenhängt, noch am stärksten verkörpert, dachte mir, okay, da ist irgendwas dran, was ich nicht uninteressant und spannend fand. Naja, die Kameraarbeit ist ansonsten, wie ich schon sagte, für einen FSK 16 Film hätte sie ein bisschen expliziter sein dürfen. Die Effekte, bis auf wenn wir mal Feuer oder Explosionen sehen, wirken für mich auch meist handgemacht. Das geht soweit in Ordnung. Wir haben eine recht graue Farbpalette, eine gewisse Tristesse, die über diesen Film wabert. Und was die Kameraführung angeht, erzählungstechnisch so ein Foreshadowing, was immer wieder unangenehm ist. Also wenn es zum Beispiel darum geht, uns schon zu präsentieren, da ist irgendwas vielleicht Explosives in der Ecke und wir das zwei, dreimal abschwenken, damit uns auch klar wird, oh, das wird wahrscheinlich noch eine Rolle spielen. Ich finde immer, man kann dem Publikum mehr zutrauen an dieser Stelle, als es auf diese Art und Weise zu erzählen. Ansonsten ist dieses Szenenbild in Georgia irgendwo zwischen Polizei, Tankstelle und irgendeiner Verlassenheit der Wälder irgendwo um nirgendwo eigentlich ganz gut für diese Geschichte angesiedelt. Hangelt sich die Musik auch okay an der Handlung entlang, ist Kostüm und Make-up den Figuren soweit angepasst und einfach und zunehmend dann auch verwüstet. Da muss ich am Ende sagen, es ist so Gerard Butlers Wut und Wille, die diesen Film zumindest vorantreibt. Und dieses Tempo über die 96 Minuten, das man geht, das funktioniert für mich. Aber die Figur und die Exposition und irgendwie eine Verankerung, dass ich denke, hey, mich interessieren die Schicksale mal wieder, leider nicht vorhanden, auch zu erklären, warum kann diese Figur jetzt nicht superkräftemäßig Leute ummetzeln, aber warum kann sie nur aus purem Willen dann doch so stark agieren? Hätte mir ein bisschen mehr Hintergrund, ehrlich gesagt, besser gefallen. So fehlt dann auch eine emotionale Verbindung und Ebene und die Einfachheit des Plottes wirkt nicht frisch. Und vor allem diese Idee, eine erste Szene aufzumachen, nimmt zu viel letztendlich für ein Finale vorweg, weil es im Grunde die Möglichkeiten dieses Films dann doch sehr einschränkt und man im Grunde auf die eine oder andere Art und Weise entweder überrascht oder nicht überrascht wird. Aber vor allem hätte man das nicht so machen sollen. Wenn ihr Chase seht, werdet ihr hoffentlich verstehen, was ich meine. Am Ende komme ich bei 5 von 10 möglichen Punkten als Action-Thriller raus und 4 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Ist leider nicht dolle. Hoffen wir mal, dass sich das bald ändert, wenn jetzt der Herbst und dann der Winter Richtung Award-Saison vor der Tür steht. Da kommen sicherlich auch wieder mehr Filme, wo ich sagen kann, hey, das hat richtig Bock gemacht, die anzusehen. Weil langsam wird es ein bisschen anstrengend über das Sommerloch hinweg, die immer oft doch relativ schwache Ware dann zu sehen, was Filme angeht. So, da bin ich am Ende meiner Review zu Chase. Ab morgen, dem 15. September, in den deutschen Kinos. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmschauen.